Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wirbels wildem Wochenüberblick. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich diese Kombi hier steuern wird, weil ich habe mir gedacht, ich nehme diesmal Waluigi und werde mal die Kombi möglichst lila machen und ich habe keine Ahnung, wie die sich jetzt steuern lässt. Deswegen, ja, so viel vorab. Ansonsten zur vergangenen Woche gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Es sollten 4 Videos gekommen sein, 3 sind schon gekommen. Eins soll gleich noch im Anschluss kommen. Ich nehme das gerade hier am Sonntag um 16.47 Uhr auf. Danke Second Screen, auf dem ich das gerade sehe. Und um 18 Uhr sollte noch mein Part Bayonetta aufkommen, rauskommen. Ansonsten ja, kam jetzt diese Woche nicht so viel. Ich glaube, Montag bis Mittwoch kam jeweils ein Video, wobei Dienstag eben der Wochenüberblick war. Und ein bisschen Guild Wars 2 war, glaube ich, auch dabei. Also, ja, Guild Wars 2 und Bayonetta waren es, die da in dieser Woche kamen. Aber, ja, ich habe immerhin mal... Oh Gott, schaffe ich das jetzt? Ja! Nein. Ich habe immerhin diese Woche auch mal... Vampire Stone 3 weiter aufgenommen, 2 Parts, gerade bevor ich das hier aufgenommen habe. Ansonsten habe ich privat eher anderen Hobbys, bin ich da nachgegangen, bei mir privat, die ich jetzt auch längere Zeit vernachlässigt habe. Und da hat sich einiges angestaut. Ich hatte wirklich längere Zeit irgendwie so keine Motivation für nichts, wenn man so will. Und jetzt kommen wir mal schön in den Gegenverkehr hier. Und ja, Geisterfahrer. Ja, genau, also und jetzt ist die Motivation langsam wieder da und hat sich so manches angestaut und ja. Aber wie dem auch sei, wir sollten genug Parts haben. Ich meine auch noch, dass ich hier noch 3 Assassin's Creed 3 Parts rumliegen habe, die ich auch mal noch angehen müsste. Und dementsprechend, ja, sollte ich das diese Woche endlich mal machen, dann habe ich immerhin 5 weitere Parts hier. Vampire Stone 3 Parts und Assassin's Creed 3 Parts und Vampire Stone 3 Parts, so rum. Die müsste ich jetzt endlich mal zurechtbiegen, dass ich die rendern lassen kann. Und dann kann es da auch bald weitergehen. Aber diese Woche wird wirklich noch bei Bayonetta und Guild Wars bleiben. Okay, die Strecke bin ich auch schon länger nochmal gefahren. Ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall hier Guild Wars 2 ist auch ein guter Stichpunkt. Ich habe da diese Woche auch mal ein bisschen in meiner Bank aufgeräumt und auch ein paar weitere Charaktere an Stellen geparkt, wo man gut Zeug bekommt, da bin ich dann über so eine Website Fast Farming Community oder so, ist das glaube ich mal so ein bisschen durchgegangen, wo sich das Character Parking lohnt und jetzt habe ich da mal ein paar mehr stehen als die 2, die ich bisher stehen hatte und ja, mal schauen, was bei so rumkommt. Ja, und da gibt es schon durchaus interessante Spots, wo man Leute hinstellen kann. Zwar tatsächlich schon mal einmal der Fall dann, dass ich meinen Charakter an einem Jumping-Puzzle hatte geparkt und es tatsächlich in dieser Woche an einem Tag auch das Daily-Jumping-Puzzle war. War dann ganz angenehm, bin auf den Charakter gegangen. Oh, hier, Daily abgeschlossen. Ja, schön. Freut einen. Okay, der war nicht für uns bestimmt. Auch gut. Ja, also genau, ansonsten bin ich in Guild Wars 2 auch darüber gestolpert, dass ich hier noch einen Gegenstand hatte, der eigentlich keinen weiteren Sinn hatte, außer dass da halt im Beschreibungstext ein Rezept für die mystische Schmiede geschrieben stand, was man immer einen Gegnerstand herstellen kann, den man dann doppelklicken kann und konsumieren kann, einfach nur um ja eine Sammlung freizuschalten, die einem neue Skins gibt. Und das habe ich dann gemacht. Hab den Gegenstand dann weggeworfen und na toll, das höre ich doch schon, ja danke. Und ja, da gab es dann eben 3 solche Questreihen, sag ich mal, für die Archivements,
wo man solche Geister irgendwie helfen musste, mit denen reden sollte. Und dann bekommt man einen coolen Skin. Und zumindest der Fackelskin von denen, irgendwie Hand des Kolossus oder irgendwie so wie der, hieß das, der ist ja mal richtig Hammer. Der ist ja mal richtig Hammer. Ich habe dann auch von Katana erfahren, als ich ihr das geschrieben hatte, dass das wohl damals ein Waffendesign-Wettbewerb war und das wohl, ja, einer der Gewinner davon war. Und ja, auf jeden Fall zurecht gewonnen, würde ich mal sagen. Also der Skin ist wirklich der Hammer. Jetzt müsste ich nur noch einen Charakter haben, wo ich gerne mit Fackel spiele. Mein Waldläufer ist es nicht. Aber ja. Ach, nun nicht schon wieder. Ach, jetzt komm schon. Ist doch jetzt nicht euer Ernst. Natürlich trifft es mich direkt nochmal. Bam. Bam. Okay. Aber wir sind trotzdem noch in Führung. Sehr schön, so gefällt mir das. Und darauf erstmal. Wui. So. Ja, ansonsten, was ist für nächste Woche geplant? Ich will auf jeden Fall einen besseren Wochenstart haben, als ich jetzt hier in diesem Rennen gerade einen Start gemacht habe. Haha. ich will auf jeden Fall hier die Videos schneiden, die ich aufgenommen habe. Gut, wenn man mal in den Rückspiegel schaut. Kann ganz hilfreich sein, ne? Ich will auf jeden Fall hier die Videos schneiden, die ich aufgenommen habe und möchte eben dann dafür sorgen, dass ich übernächste Woche da eben weitere Parts bringen kann. Ja, und was ja auch diese Woche dann ansteht hier für euch, ist hier, also nicht unzwangsweise für jeden von euch, ich weiß ja weder, ob ihr Mario Kart habt, noch ob ihr den Streckenpass-Booster-DLC gedöns habt, deswegen, aber bei diesem Strecken-Erweiterungspass-Booster-Gedöns, wie auch immer das jetzt genau heißt, ich weiß es nicht, soll es ja am 7. war es, glaube ich, 7. Dezember, sollen die neuen Strecken kommen. Ja, danke für nix. Genau, und da müsste ich auch mal schauen, dass ich dann vielleicht hier Tofu und Zocki in der Richtung auch mal wieder ein bisschen auf die Nerven gehe, in unserem kleinen Krüppchen. Die haben bestimmt Bock drauf. Also Tofu hat auch schon mal dann als erster hier in dieses in unser kleines Discord-Grüppchen hier reingepostet, den Link über die neuen Strecken. Und war ja fast schon ein bisschen entsetzt, dass ich hier den Herbstwald, der kommen soll, dass ich die Strecke nicht so mag. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie so ein bisschen, die taugt mir nichts. Aber ja, obwohl sie allgemein wohl sehr beliebt ist, aber ich finde sie irgendwie nicht so, keine Ahnung. Weiß auch nicht. Bin ich nicht so Fan von. Aber muss ja auch nicht. Ist ja immer alles subjektiv, nicht wahr? Ach komm, jetzt, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Wie viele blaue sollen es denn noch sein? Hat jemand hier einen blauen Panzer-Counter gemacht oder was? Das ist, glaube ich, schon der 5. in diesem Part. In diesem Video. Autsch! Nein, 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 nein! Lass dich abknallen! Oh, verdammt. Das war knapp daneben. Aber das ist bekanntlich auch vorbei. Letztes Rennen, ja, schön. Und ansonsten hätte ich hier noch eine kleine Info zu dieser Woche für die schon wieder ein Fehlstart. Ja, es hilft mir trotzdem nicht, dass ich keine blauen bekomme. Hehehe. Ja, auf jeden Fall, was ich hier sonst noch als Info für diese Woche rausgeben könnte für die Detektiv-Conan-Fans hier unter meinen Zuschauern. ProSieben Max bringt ja
derzeit neue deutsch synchronisierte, also in Japan gibt es die schon eine Weile, neue deutsch synchronisierte Folgen. Und diese Woche soll da wohl ganz im Zeichen der Männer in Schwarz erstehen. Zumindest gibt es da wohl jetzt einen Fünfteiler, wenn ich es richtig im Kopf habe, der da heißt Die Männer in Schwarz in greifbarer Nähe. Und da bin ich auch mal gespannt, auch wenn ich ihn jetzt nicht direkt diese Woche schauen werde, was da dann so abgeht. Also ja, man kann gespannt sein. Also bin ich mal echt gespannt, was da passieren wird. Und tendenziell, wenn es ein Fünfteiler ist und die Männer in Schwarz, könnten da vielleicht sogar auch weitere Leute von der Organisation der Männer in Schwarz vorkommen. Sind ja auch nicht nur Männer tatsächlich, auch wenn es immer von Männern in Schwarz geredet wird, teilweise auch von der schwarzen Organisation, aber es gibt tatsächlich auch Frauen dort, also man denke da nur an Wermut. Oh Gott, ey. Aber ja, wird spannend. Aber nachdem es ja in Japan, glaube ich, schon 800 oder mehr Folgen gibt, Conan wird nicht wieder groß werden. Der wird dann noch ein Weilchen brauchen. Ich glaube, es ist auch noch nicht mal der Manga abgeschlossen. Aber ich meine, irgendwas gehört zu haben, das wohl inzwischen im Manga bekannt ist, wer der Chef von den Männern in Schwarz ist. Aber ja, das ist alles so eine Sache. Kanaltechnisch habe ich euch aufgeklärt, auch was so meine Pläne sind. Und ja, ein bisschen Allgemeingeschwafel. Und ich denke, da können wir das für diesen Wochenüberblick mal wieder so stehen lassen, oder? Mann, das war fast ein perfekter One, aber nö. 57 Punkte nur. Schade. Schade. Na gut, aber ich würde sagen, dann soll es das erstmal für dieses Video gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Video. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen oder auch bei einem anderen Video, gibt ja genug Auswahl auf meinem Kanal. Und ansonsten, macht's noch gut. Ciao, Leute.